Dankeschön. Herzlichen Dank. Eine Inflationsrate von 2%, das ist das Ziel der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euroraum. Für uns hier in Deutschland klingen 2% noch sehr weit weg. Für die Spanier ist das aber schon längst Realität. Da lag die Inflationsrate im Juni bei 1,6% und generell steht Spaniens Wirtschaft ganz gut da. Es läuft wie geschmiert, sagt Spaniens Ministerpräsident. Kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag wird da nämlich neu gewählt. Das könnte zu einem Regierungswechsel kommen. Ob in Spanien momentan aber wirklich alles so rund läuft, das bespreche ich jetzt mit Sebastian Fellechner von der DZ Bank. Hallo Herr Fellechner. Hallo, guten Morgen. Ja, dann fangen wir doch mal direkt so an. Läuft das in Spaniens, bei Spaniens Wirtschaft denn wirklich so geschmiert, wie es dargestellt wird? Oder möchte man manches vor der Wahl etwas positiver darstellen, als es letztendlich ist? Nein, ich würde sagen, der Premierminister Sanchez hat da recht. In Spanien läuft es sehr gut. Es gibt sehr viel Positives zu berichten. Ja, Spanien ist sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Natürlich wurde die Volkswirtschaft stark durch Corona und durch die Restriktionen in Mitleidenschaft gezogen. Aber danach, insbesondere durch den Tourismussektor, hat auch Spanien wieder schnell auf einen guten Wachstumspfad zurückgefunden. Im ersten Quartal dieses Jahres ist die Volkswirtschaft gegenüber dem Vorquartal um 0,6% angewachsen. Zum Vergleich, hier in Deutschland ist die Wirtschaft leicht geschrumpft. Mhm. Und insofern, ja, das ist ein sehr guter Weg aktuell. Wir haben es gerade gehört, die Inflationsrate ist erstaunlich niedrig bei 1,6%. Es gibt andere Länder im Euroraum, die haben Inflationsraten von über 10%. Warum steht Spanien da so gut da? Naja, man muss zuerst einmal sagen, in vielen Volkswirtschaften der Eurozone fällt die Inflationsrate aktuell, weil wir natürlich gegenüber dem Vorjahr wieder etwas niedrigere Energiepreise sehen. Ja, davon profitieren alle Volkswirtschaften. Aber speziell in Spanien haben wir natürlich den besonderen Fall, dass die Regierung hier sehr viel zur Inflationsbekämpfung getan hat. Die Administration Sanchez hat hier rund 40 Milliarden Euro investiert, um die Inflation zu bekämpfen. Der Nahverkehr in Spanien ist umsonst. Spanien hat die Mehrwertsteuer deutlich gesenkt. Und dann ein entscheidender Faktor, der für die Iberer hier gilt, ist natürlich die geografische Lage. Die befinden sich geografisch sehr weit weg vom Ukraine-Krieg und sind deshalb auch nicht derart auf Energielieferungen angewiesen wie Deutschland. Ja. Spanien hatte ja beispielsweise bereits vor dem Ukraine-Krieg zahlreiche LNG-Terminals. Und insofern hat hier die Inflation auch noch mal deutlicher profitiert beim Rückgang der Energiepreise. Also die günstige Energie ist es am Ende. Woher beziehen die Spanier denn die Energie? Naja, ich hatte gerade schon die LNG-Terminals angesprochen. Da hier profitiert Spanien sehr stark und konnte auch schon im Vorfeld des Krieges hier sehr hohe LNG-Kapazitäten verbrauchen. Und das ist hier vor allem zu nennen. Dann sagten Sie gerade, dass der Staat sehr, sehr viel auch gegen diese hohe Inflation am Anfang getan hat. Wie gestaltet sich denn das Leben in Spanien für einen Spanier? Kann man von dem Geld gut leben oder wie sind die Wohnungspreise, wie sind die Bedingungen für die Menschen dort? Naja, ich finde, da muss man mal überlegen, woher Spanien kommt. Vor etwas über 10 Jahren hatten wir in Spanien die Euro-Staatsschuldenkrise. Das hat das Land schwer getroffen und natürlich auch große Einschnitte bei der Bevölkerung nach sich gezogen. Und wenn wir das berücksichtigen, hat natürlich die Bevölkerung und das Leben in Spanien seit der Euro-Staatsschuldenkrise hat die Bevölkerung stark profitiert. Das Land generiert natürlich starke Einnahmen durch den Tourismus und insofern ist das hier zu nennen. Und man darf nicht vergessen, Spanien wählt ja am Sonntag, aber Spanien hat ja dieses Jahr sowieso eine Superwahl vor sich. Im Mai waren die Regional- und Kommunalwahlen und Ende des Jahres hätte gewählt werden sollen. Und insofern hat die Regierung da schon im Vorfeld natürlich Wahlgeschenke verteilt, ja, weil sie wusste, dass es zu der Parlamentswahl kommt. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie am Sonntag und vor welchen Herausforderungen und Aufgaben würde eine mögliche neue Regierung denn stehen? Also zunächst einmal sieht das Umfragebild ja klar für die konservative Partido Popular, sieht sie da den Sieg. Zum ersten Mal seit 2018 könnten die Konservativen also die Regierung stellen. Und das Problem ist, dass die Konservativen natürlich auf einen Koalitionspartner angewiesen sind. Das wäre die rechtspopulistische Vox.
Und da haben wir natürlich das Problem in Spanien, dass Koalitionsregierungen keine Tradition haben in Spanien. Und das ist zunächst einmal eine Herausforderung, dass es zu keiner politischen Hängepartie kommt. Und diese neue Regierung, wenn sie denn durch die Konservativen in Koalition mit den Rechtspopulisten gestellt wird, die muss vor allem darauf achten, dass sie nicht wie die aktuelle Regierung den Fiskalrahmen von Spanien stark ausreizt. Und dann muss sie darauf achten, dass auch der Konflikt mit Katalonien nicht wieder neu entfacht wird. Mhm. Welche Auswirkungen wird das Ergebnis auch auf uns hier in Deutschland haben, auf die Zusammenarbeit mit den Spaniern? Naja, bisher ist ja Pedro Sanchez, der amtierende Ministerpräsident, ein sehr guter Partner Deutschlands. Ich erwarte auch, dass ein neuer potenzieller Ministerpräsident von den Konservativen, Feijóo, auch sehr gut mit Deutschland zusammenarbeitet. Aber wichtig ist natürlich für uns alle hier in der Eurozone, wenn man sagt, eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied, dann profitieren wir natürlich auch alle hier im Währungsraum davon, dass Spanien schnell eine stabile Regierung findet. Nicht ganz so rosarot sieht es beim Arbeitsmarkt aus. Die Arbeitslosigkeit in Spanien ist relativ hoch. Warum gibt es denn da so große Probleme? Naja, Spanien hat seit der Eurokrise eine Reihe an Reformen vorangetrieben und hat den Arbeitsmarkt reformiert. Man muss aber immer noch sagen, dass es an der einen oder anderen Stelle hapert und die Reform noch weiter intensiviert werden muss, damit eben immer die immer noch hohe Arbeitslosigkeit adressiert wird. Da hat also Spanien noch einiges zu tun. Es ist noch nicht alles geschafft. Also kommen auch auf die neue Regierung, mögliche neue Regierung, große Aufgaben zu. Vielen Dank, Herr Fellechner, für die Einordnung. Sehr gerne. Wir schauen jetzt mal auf den DAX, wie der in den Tag gestartet ist, mit einem leichten Minus, naja, relativ kräftigen Minus von 0,5%. Viel Bewegung gibt es hier momentan, aber eher nicht. Im Gegenteil, der DAX schwankt in dieser Woche in einer Spanne von 250 Punkten. Warum sich die Anleger momentan eher zurückhalten, das bespreche ich jetzt mit Martin Lück. Er ist Leiter der Kapitalmarktstrategie bei BlackRock. Hallo, Herr Lück. Guten Morgen, Frau Beck. Ja, ich habe es gerade angekündigt, der DAX hat momentan eine relativ schwache Zeit. Auch diese Woche hat er nur 0,8% bisher zugelegt. Warum halten sich die Anleger denn generell eher zurück? Was sind die Gründe? Na, man kann vielleicht andersrum fragen, warum sind die Anleger eigentlich noch bisher so relativ entspannt? Denn die Risiken, die wir da draußen sehen, die sind ja durchaus ziemlich bemerkenswert. Wir haben geopolitische Risiken, wir haben weiterhin Unsicherheit um die Höhe der Inflation und die Geldpolitik. Wir haben aber auch Wachstumssorgen. Wir sehen, dass Europa im Moment kaum wächst und an anderen Stellen der Welt auch das Wachstum eher gedämpft ist. Also man muss im Moment schon ein Quäntchen Optimismus auch aufbringen als Aktienanleger, um die Kurse weiter zu treiben. Dabei gab es auch ganz gute, positive Entwicklungen in dieser Woche. Die Erzeugerpreise zum Beispiel, die sind leicht zurückgegangen. Die könnten also auch eine positive Auswirkung auf die Inflationsentwicklung haben. Das spricht ja wohl eher für eine doch bessere Stimmung, oder? Das könnte in der Tat so sein. Was Sie da ansprechen, sind allerdings vorlaufende Inflationszahlen, die sich dann erst niederschlagen mit einiger Verzögerung in den Konsumentenpreisen, also das, was wir eigentlich als Inflation messen. Und da spielt eine ganz wichtige Rolle das, was wir die Basiseffekte nennen. Die Tatsache, dass eine Inflationsrate nichts weiter ist als die 12-Monats-Veränderung eines Index. Und die wachsen natürlich, die Zahlen, die wachsen natürlich rechnerisch nach einem Jahr aus der Statistik raus. Das heißt, wir hatten vor einem Jahr viel höhere Preise als jetzt. Und damit haben wir dann Nullinflation, in einigen Teilen der Berechnung sogar negative Werte inzwischen. Und das dürfen wir nicht überbewerten, sondern wir müssen uns konzentrieren auf die stabileren Inflationsmaße. Und die stehen ja auch noch deutlich höher. Mhm. Wie ist denn Ihre Prognose für die Inflationsentwicklung in diesem Monat? Ja, das ist ein bisschen verwirrend, kann man sagen. Eben diese angesprochenen Basiseffekte, die treiben im Moment die Inflationszahlen, angefangen beispielsweise bei Erzeugerpreisen, Importpreisen etc., deutlich runter. Und das wird auch dazu führen, dass die gesamte Inflationsrate vermutlich noch deutlich weiter fällt. Ich würde auch damit rechnen, dass sie auch in Europa, so ähnlich wie wir es jetzt in den USA sehen, Richtung 2% in den nächsten Monaten weiter fallen wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, wenn wir dann diese besonders schwankungsintensiven Komponenten rausrechnen, vor allem natürlich Energiepreise, aber auch Nahrungsmittelpreise. Wir sehen jetzt wieder das Gezerre um das Getreideabkommen beispielsweise. Das könnte die Nahrungsmittelpreise beeinflussen. So etwas spielt eine Rolle. Und wenn wir diese
schwankungsintensiven Effekt rausrechnen, dann bleiben die sogenannten Kerninflationsraten deutlich höher hängen. Und das wird, glaube ich, über die nächsten Monate sich noch auch deutlich niederschlagen an den Märkten und auch in der Reaktion der Zentralbanken. Gerade diese Kerninflation ist noch mal gestiegen und auf die achtet die EZB nächste Woche bei ihrer Zinssitzung ganz bestimmt. Mit welchem Schritt rechnen Sie da? Wird es noch mal einen weiteren Zinsschritt geben? Und ist es der letzte oder folgt noch mal ein weiterer im September? Also es ist genau so, wie Sie sagen, die Kerninflation ist hoch. Allerdings hat Frau Lagarde in den Pressekonferenzen immer wieder gesagt, dass die EZB auf die gesamte Inflationsrate schaut, weil sie die Haushalte in der EU im Blick hat. Und für die muss sie arbeiten als Zentralbank. Das ist auch vollkommen richtig, weil diese Haushalte müssen ja auch Energie- und Nahrungsmittelpreise bezahlen. Und es ist natürlich eine schöne statistische Übung, die rauszurechnen. Aber man muss sich eben auf das konzentrieren, was für die Menschen relevant ist. So, und das ist ein Zwiespalt. Die EZB muss natürlich im stillen Kämmerlein und das, was sie wirklich tut, auf die Kerninflationsrate achten, genau wie Sie sagen. Und da die weiter hoch bleiben sollte, zumindest deutlich erhöht im Vergleich zur gesamten Inflationsrate, wird auch jetzt noch ein Zinsschritt kommen und vermutlich dann mindestens noch ein weiterer. Also wir gehen davon aus, dass die Zentralbank in Europa die Zinsen noch um mindestens 50 weitere Basispunkte anhebt. Eventuell sogar noch einen Schnaps mehr. Und nächste Woche gibt es dann auch noch die FED-Sitzung. Auch die wird über den weiteren Zinsschritt, die weitere Zinspolitik entscheiden. Die Inflation dort scheint eingedämmt zu sein. Rechnen Sie trotzdem noch mal mit einem weiteren Schritt? Ja, und das hat einen eher anderen Grund, nämlich dass eigentlich die FED Anfang Mai beim bisher letzten Zinsschritt nach oben schon fast angekündigt hat, das war's jetzt, wir machen nicht mehr, weil den Rest kann jetzt eigentlich der Markt erledigen. Die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen, wie man das so schön nennt, die kann jetzt der Markt erledigen und die FED muss nicht mehr machen. Das hat sich allerdings jetzt geändert, weil zwischendurch auch starke Zahlen rausgekommen sind. Wir haben jetzt aber den letzten Inflationswert wieder ganz schwach gesehen, bei 3%. Wenn jetzt die FED aber ständig hin und her springt und den Markt im Unsicheren lässt, dann würde sie ihre eigene Reputation beschädigen. Das heißt, man muss jetzt wahrscheinlich einfach Kurs halten und noch diesen, ja, mindestens einen weiteren Zinsschritt machen. Und trotzdem nähert man sich dem Ende dieser Zinserhöhungen. Das dürfte die Anleger ja eigentlich motivieren, oder? Das hat sie ja schon motiviert. Im Prinzip ist das die Story des ersten Halbjahres. Wir sagen, dass die Anleger in der ersten Jahreshälfte das absehbare Ende des Zinsanhebungszyklus eingepreist haben. Das sieht man am deutlichsten bei den Technologieaktien. Die wären ja nicht so stark zurückgekommen und würden jetzt so stark auch die Jahresperformance der amerikanischen Aktienindizes beeinflussen, wenn wir jetzt nur den Hype um künstliche Intelligenz gehabt hätten. Das wird immer darauf zurückgeführt. Das ist aber aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Ein ganz großer weiterer Bestandteil dieser Entwicklung ist auch die Tatsache, dass die Märkte bereits ein Ende des Zinszyklus einpreisen. Hier in Deutschland sind wir mitten in der Berichtssaison. Unternehmen wie SAP, Sartorius haben ihre Zahlen schon vorgelegt. Wie haben denn die Anleger und Anlegerinnen darauf reagiert? Ja, das ist noch für Deutschland und Europa früher, weil wir sind ein bisschen hinter Amerika in der Berichtssaison zurück, also noch etwas zu früh, um das wirklich zu beurteilen. Bisher würde ich die Reaktion als zurückhaltend einstufen, wie Sie es auch anfangs anmoderiert haben. Bisher ist noch nicht überzeugend durchgekommen, dass sich die Gewinnaussichten verbessern, weil eines in der Berichtssaison ist natürlich immer der interessante Blick in den Rückspiegel, was ist wirklich passiert, was haben die Unternehmen geliefert. Viel spannender ist aber noch der Blick nach vorne. Was sagen die denn für die nächsten Monate, wie entwickelt sich das Geschäft weiter? Und da sind die meisten Unternehmen auch bisher verhalten. Und auch in den USA gibt es neue Quartalszahlen, Netflix zum Beispiel oder auch große Banken in dieser Woche. Wie sieht es da aus? Ja, da haben wir diese Zweiteilung, dass wir den Technologiebereich insgesamt gesehen haben, der, wie gesagt, von dem Hype um künstliche Intelligenz einerseits und dem Einpreisen eines Endes des Zinsanhebungszyklus andererseits profitiert hat. Auf der anderen Seite große Unsicherheit natürlich im Finanzsektor, wo wir aber auch eine Zweiteilung sehen, nochmal in die Großbanken einerseits und die eher regionalen Banken andererseits. Und wir wissen ja seit Mitte März, dass die Risiken vor allen Dingen im Regionalbankenbereich, also eher bei den kleineren Instituten bestehen, wo dann natürlich auch eventuelle Kreditausfälle am ehesten zu Buche schlagen können. Deshalb wäre weiter zu erwarten, dass die Großbanken in den USA sich deutlich besser entwickeln als ihre kleineren Konkurrenten. Ja, und wir bleiben gespannt, wie sich die weiteren Quartalszahlen hier an den Aktienmärkten bemerkbar machen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lück. Ich danke Ihnen, Frau Beck. Wir sind am Ende unserer Sendung. Nächste Woche gibt es hier im Update Wirtschaft eine ganz spezielle Themenserie. Da schauen wir uns jeden Tag ein anderes exotisches Investment an. Von Oldtimern, Lego, Sneakern bis hin zu Whisky- und Kuhaktien. Und dann sprechen wir natürlich auch über die Zinssitzungen der EZB und der FED. Ich freue mich, oder wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und für diese Woche sage ich Tschüss.